Ich zeig dir heute, wo du in Online-Lobbys die größte Chance auf PvP-Events hast. Und das Ganze gleich nach dem Intro. Du hast mich richtig verstanden, Need for Speed Heat ist ja eigentlich ein geiles Spiel. Die Autoauswahl ist akzeptabel, die Strecken sind cool, selbst die Map ist so ziemlich cool. Allerdings hat Need for Speed ein mega großes Problem mit den Online-Lobbys. Ich meine, die sind an sich eine coole Idee. So kann man mal die Story mit seinen Freunden zusammenspielen, was ja alles andere als schlecht ist. Doch leider sind die Lobbys auf maximal 8 Spieler begrenzt. Und dank dieser kleinen Lobbys wird es schwer sein, jemanden zu finden, gegen den man fahren kann, wenn man jetzt gerade nicht mit seinen Kumpels unterwegs ist. Es fehlt einfach die sogenannte Speedless aus Need for Speed Payback. Die einzige Möglichkeit, jetzt jemanden herauszufordern, ist ein Rennen zu starten und dabei die Lobby mit einzuladen. Und genau da fängt unser Problem an. Denn wenn du jetzt nicht wirklich mit deiner Crew unterwegs bist, dann wird es schwierig sein, jemanden zu finden, der gegen einen fahren möchte. Denn nicht jedes Rennen ist interessant für jeden. By the way, falls du eine Crew suchst, aktuell sind wir mit 2 Crews auf dem PC unterwegs und mit einer Crew auf der PS4 unterwegs. Gebe einfach in der Crewsuche die Zenturen ein. Das hier sind zum Beispiel jetzt die auf dem PC. Schicke dann eine Anfrage ab und wenn Platz frei ist oder wird, wirst du angenommen. Jeder ist willkommen. Das so mal am Rande. So, zurück zum Thema. Wir wollen ja gegen Randoms fahren. Und in diesem Video zeige ich dir ein paar Strecken, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, gegen Randoms anzutreten, als bei manch anderen Rennen. Sprich, ich zeige dir die beliebtesten Rennstrecken in Need for Speed Heat. Das einzige Manko an diesen Strecken ist, dass sie etwas RSR verseucht sind. Da kann man aber jetzt nicht dem Spieler die Schuld geben, sondern eher dem Entwickler Ghost selbst. Das ist aber ein anderes Thema. Kommen wir jetzt zu den Strecken. Einige der Strecken schaltet ihr so ziemlich am Ende des Spieles frei. Ihr müsst einmal die komplette Kampagne durchgespielt haben und die zusätzlichen Fahrerstories auch. Als kleines Bonus für das Beenden der Fahrerstory gibt es den geilen Underground 1 Nissan Skyline GTR R34, den ja viele von Payback kennen und logischerweise von Need for Speed Underground 1. Nachdem ihr das alles erledigt habt, schaltet ihr zusätzlich ein paar Strecken frei. Und genau um diese Strecken dreht sich heute fast alles. Eine kurze Anmerkung, ich werde euch die Preisgelder für die jeweiligen Rennen bekannt geben. Da ich aber die Deluxe Edition besitze, könnte es ein wenig variieren mit der Standard Edition. Also wundert euch bitte nicht, wenn die Preisgelder bei euch vielleicht niedriger ausfallen. Die erste Streckenempfehlung wäre die Strecke Schall in Edgewood Valley. Hier ist die empfohlene Fahrzeugstufe 320. Wobei bei Online-Rennen ich immer ein 400 Plus Auto nehmen würde, sofern es vorher nicht anders abgesprochen wurde. Jedenfalls gibt es hier eine Belohnung von $76.320 mit einem Crew-Bonus von 10%. Ohne diesen wären es dann $69.300. Bei Online-Rennen oder Crew-Rennen gibt es aber noch einen zusätzlichen 40%igen Money-Boost. Für die Strecke selbst bräuchte man so im Durchschnitt 3 Minuten. Die zweite Strecke wäre dann Helios 2 in Edgewood Valley. Hier ist die empfohlene Fahrzeugstufe 300. Auch hier, wie eigentlich in jedem Rennen, gilt die Online-Random-Fahrzeugstufe 400+, wenn ihr vorne mithalten möchtet. Die Boni-Auszahlung liegt hier bei $49.392, ohne irgendeinem Bonus. Mit einem 10%igen Crew-Bonus wären es dann $54.331. Und bei 40%igen Online-Bonus würde es eine Boni-Auszahlung von $65.197 sein. Für die Strecke bräuchtet ihr so circa 2 Minuten und 40. Strecke Nummer 3 wäre dann Columbia, auch in Edgewood Valley. Hier liegt die empfohlene Fahrzeugstufe bei 320. $56.700 ist das Preisgeld für das Beenden des Rennens. Mit einem Crew-Bonus von 10% ist es dann $62.370. Und natürlich gilt auch hier der 40%ige Money-Boost in Online- oder Crew-Rennen. Dieser wäre dann bei $74.844 beim Beenden des Rennens. Für die Strecke bräuchtet ihr so circa 4 Minuten und 20. Die vierte Strecke wäre dann J-Storm in Edgewood Valley. Die empfohlene Fahrzeugstufe liegt hier bei 330. Das Preisgeld ohne Boni ist hier bei genau $63.000. Mit dem Crew-Bonus ist es dann bei $59.300. Und in Online-Rennen gibt es dafür satte $83.160. Im Durchschnitt würdet ihr so circa 3 Minuten 30 für das Rennen brauchen.
Die letzte Strecke wäre dann in der unmittelbaren Nähe eures Hauptgebäudes, in Palm City Raceway. Und genau auf dem Raceway befindet sich auch die Resort-Strecke. Ein Preisgeld von $58.510 ohne Crew oder Online-Bonus erwarten euch beim Beenden des Rennens. Mit Crew-Bonus wären es dann $53.361. Für die Strecke selbst bräuchtet ihr so circa 1 Minute 40. Bei der letzten Strecke, nicht wundern, da gibt es insgesamt 2 Events. Ich habe euch jetzt das stärkere oder besser gesagt das mehr bezahlte Event gezeigt. So Leute, das waren dann die 5 beliebtesten Online-Strecken, die es in Need for Speed Heat gibt. Es ist jetzt keine Garantie, dass ihr jetzt da auf jeden Fall gegen jemanden antreten werdet, wenn ihr eure Lobby herausfordert. Aber die Chance, dass jemand die Herausforderung annimmt, liegt hier wesentlich höher als bei manchen anderen Rennen. Ich hoffe doch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir doch bitte ein Like da. Falls ihr Fragen oder sonst etwas habt, gerne in die Kommentare schreiben oder kommt bei mir auf dem DC vorbei. Dort könnt ihr auch ein paar Mates zum Zocken finden, egal auf welcher Plattform ihr gerade unterwegs seid. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, dann lasst mir doch bitte ein Abo da. In diesem Sinne, euch allen noch ein schönes, frohes Fest und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao. We'll be right back.